Wetten, Galopp, da hast Galopp, du 20... Galopp. Bitte? Galopp, Galopp, Galopp. Galopp, Galopp. Es geht dem Ende, und zwar im gestreckten Galopp entgegen. Spieltag Nummer 31 wartet auf euch, Leute. Und wir sind gespannt, was sich da noch tut. 30 Spieltage haben wir hinter uns. 30 Tagessieger, Tagessieger-Teams. Und wir machen einen kleinen Rückblick zu Beginn. Denn letzte Woche kam auf Platz 3 die DG Deutscher Galopp Wettstar-Truppe mit 1095 Punkten. Platz 2 holte sich ein Münchner Team, nämlich Multi und die Multiplen, die und damit jetzt kommt's. Achtung, auf jetzt Platz kommt's. Jetzt 84 kommt. Stießen. Und der Tagessieg wird diesmal angesagt von Guido Schmidt. Die Sundermänner. Das ist ja schon fast ein Clan, wie man am Foto erkennen konnte. Ja? Das sind Clan-Strukturen, die ich da deutlich zu erkennen wusste auf dem Foto. Kein Wunder, bei so viel Know-how und ich dachte mal, bei den ganzen Leuten, die Ahnung haben, wurdest du natürlich ohne Ahnung überstimmt und da konnte nichts mehr schief gehen. Das klingt, als hättest du zugehört bei unserer Meinungsbildung. Es ist wirklich eine Sensation, aber vielleicht wirkt das Buch von Gerhard Schöning ein bisschen nach noch. Kann sein. Ja, das hatte ich gar nicht mit, aber ich werde dann eigentlich. Das wirkt ja auch in Unterbewusstsein, weil sonst ist das nicht zu erklären oder es lag wirklich an deinen Frauen. Das Bewusstsein bestimmt das Sein, meinst du, in diesem Sinne. Okay, könnte passen. Nein, das war eine Ausarbeitung von meiner Tochter Katrin und mir, 2 Wochen nacheinander, nachdem wir letzte Woche, also vorletzte Woche, schon Tabellenzweiter waren, Spieltagstabellenzweiter waren und nur das Team Unikat von Katja Warmbier und Friends uns da überholt hatte. 4,40 Euro, haben wir avisiert, dass wir diesmal angreifen und die abhängen. Das hat geklappt. Wir waren tatsächlich Tagessieger, das erste Mal wieder Katrin und ich und in der Berichterstattung von Deutscher Galopp auf Wetten, das steht ja auch geschrieben, dass wir eigentlich noch mehr hätten gewinnen können. Aber auch Mütter, die das Spielkonto führen, dürfen sich noch einbringen. Und das hat ein paar hundert Euro gekostet. Egal, Sieg ist Sieg. Wir danken Hoppegarten für die Freikarten fürs Konzert 2022. Racebets 100 Euro, Pferdewetten.de 100 Euro und Klaus Wilhelm von den Südwestdeutschen Rennvereinen für Freikarten. Für dieses Jahr werden wir es nicht mehr in Anspruch nehmen können. Aber nächstes Jahr, Südwestdeutsche Rennvereine, macht euch bereit. Es werden Sundermänner vorbeikommen im regelmäßigen Takt. Also es hat geklappt, damit sind wir auf Platz 72 katapultiert worden nach oben, nachdem wir vor 2 Wochen noch im dreistelligen Bereich waren. Es geht dann vielleicht noch was, mal schauen, ob wir die avisierte Einstelligkeit noch erreichen. Dafür müsste was passieren. Vorne steht weiterhin das Minigolf-Team mit 294,60 Punkten gleich Euro Vorsprung vor der Truppe, nein, nicht der Truppe, der Einzelperson Hubertus Diaz, dessen Wagyu-Rind leider nicht mehr im Angebot war, aber Hoppegarten-Karten sind auch super. Ja, Hubertus Diaz hat wiederum dann stramme 5.427,80 Punkte Vorsprung vor dem Team der Sportweltredaktion. Da ist also richtig Platz dahinter und die haben wieder ungefähr 2.500 Punkte vor Pinotage Friends. Also vorne sind die Abstände deutlich, nicht bei 1 und 2, aber dahinter. Nur ganz egal, wir haben wieder viel Geld auf dem Tisch am Wochenende. Hoppegarten lockt mit 17.777 Euro. In der Viererwette und 11.111 in der Dreierwette, da kann man was holen. Denn wir haben letzte Woche ja nicht die Viererwette getroffen, sondern sind Tagessieger mit einer gewonnenen Dreierwette geworden. Das gab es, glaube ich, dieses Jahr auch noch nicht. Also ja, da haben aber auch der eine oder andere gesagt, dass ihr die wahrscheinlich mit dem Würfel erstellt habt, eure Kombinationswette da. Ja, aber der Favorit hat gewonnen und zwei Chancenreiche waren dahinter. Hat geklappt. Zwei Chancenlose waren dahinter. Deswegen gab es 8.000, ja. Warst du schon mal auf einer Rennbahn? Hast du schon mal eine Sportwelt gelesen? Also, da ist noch was drin. Wir gehen nachher mal drauf ein, was wir da am letzten Spieltag noch machen können. Aber zuallererst, Tagesaktualität zählt, Jungs. Guido nimmt noch einen Stärkungsfruchtsaft. Und dann geht's auf nach Hoppegarten, die am Sonntag ab 10.30 Uhr, 11.30 Uhr mit 10 Rennlocken plus erstmalig dabei bei Wetten, dass die Rennbahn in Verden an der Aller mit 6 Rennen an einem gemischten Programm. Die beginnen um 11.45 Uhr mit dem ersten Galopprennen. Also sind wir gespannt, was da passiert. Ihr könnt natürlich eure Einsätze auch auf Pferden, auf die Pferde in Pferden wetten. Haha. gibt es auch was, ist vielleicht nicht so viel im Topf, aber was soll das machen? Wir gucken mal, was hier geht. Wir gehen aber als allererstes, da müssen wir eine Mütze ändern, das Wilhelm und ich, genau, auf die Blauen, Allele Bleu, aufs zweite Rennen in Hoppegarten. 12 Uhr, ein Meidenrennen für Zweijährige, sieglose 8 Starter, 5.100 Euro. Und Lars Wilhelm, da schlägt dein Herz ganz besonders für ein Pferd im zweiten Rennen.
Ja, ist der erste Starter von Liberty Racing 2020 nach der Verletzung von Assistent. Mussten wir lange warten, bis Sarah aus München sagte, wir können es wagen, wir werden die Rennbahn nicht umlaufen und werden dort nicht eine Explosion sehen wie von Torquato Tasso im Prix de l'Arc de Triomphe. Aber das Pferd braucht einen Lernstart. Es ist ein Adlerflugsohn. Da sind nicht gewöhnt, zweijährig große Rennen zu gewinnen. Die Abstammung ist immer auf Spätreife ausgelegt. Und aber die Arbeit war gut. René hat den Niagara die ganze Woche geritten. Und wir hoffen, dass wir dort vernünftig debütieren, eine vernünftige Performance haben, das Pferd was lernt, vernünftig abspringt und dann irgendwie ankommt und mit Hoffnung und Power für nächstes Jahr aus diesem Start was ziehen kann. So ist meine Sicht auf dieses Rennen. Es ist ein nicht einfaches Rennen. Scheikan von Andreas Wöhler wird der Favorit werden. Er war Zweiter beim Debüt, hat also sozusagen den Start auch Vorteil gegenüber Niagara. Aber es sind noch einige chancenreiche Pferde. Auch Becasio vom Stall Grafenberg war Zweiter beim Debüt. Also es sind schon mal zwei Pferde, die beim Debüt Zweiter waren. Das ist eine sehr gute Performance bei Zweijährigen, wenn sie rauskommen und gleich Zweiter sind. Aber auch aus dem Feld im unteren Bereich die 7 Night Holly, die sehr enttäuscht hat beim letzten Mal, aber angehalten war dann von Sibylle Vogt in dem Listenrennen. Peter Schürgen will das Championat gewinnen. Der fährt nicht nach Hoppegarten ohne Chance. Das Pferd läuft das dritte Mal. Naja, und das sind wohl so die drei Pferde, die hier zu nennen sind. Aber auch von den anderen ist nicht klar. Soldier Hollow aus der Winnemark, gut gezogenes Pferd von Stefan Richter, muss man auch ernst nehmen. Hier also insgesamt keine einfache Aufgabe für Niagara. Seine Abstammung ist fulminant. Seine Schwester ist die beste Stute, die wir in Deutschland im Moment haben. Aber das heißt nichts, denn er ist der Bruder. Und nur weil du Christian bist, heißt das noch nicht, dass sein Bruder auch so schöne Geschichten erzählen kann. Ich habe gar keinen Bruder, da warte ich heute noch drauf. Ruf doch mal meine Mutter an. Mach ich. Gut. Lars, ja. diese Night Holly, war das die weggebrochen ist in Dortmund, da zum Außenrätseln? In Dortmund ist die nicht gelaufen. Die ist in Hannover und in Köln gelaufen. Interessantes Pferd sein, ne? Ja, ich glaube auch. Bisschen dunkel und die Form wird ja nicht stimmen. Und der Peter Schürgen hat die da nachgenannt. Ich denke, wie gesagt, es geht ums Championat zwischen Peter Schürgen und Markus Klug. Ich glaube nicht, dass Henk Rewe noch eine Chance hat. Der ist 5, glaube ich, zurück. Ich weiß nicht, wir könnten die Statistik einmal angucken. Aber da geht's, da wird sich Gedanken gemacht in den Ställen, wie man Sieger nach vorne bringt. Und ja, es ist ja auch, Peter Schürgen hat ja auch in dem Grupperennen nachgenannt. Also der Peter ist ein ehrgeiziger Trainer, der ist zurück. Hat die meisten Black-Type-Rennen in Deutschland gewonnen, hat ein tolles Jahr. Und ja, der wird versuchen, Champion zu werden. Ja. Christian? Ja, bitte, lieber Guido. Im Vorfeld war mein Geld ja auf dem anderen Pferd, aber ich mache mal hier 10 Sieg, 10 Platz direkt auf die Night Holly, ja, weil die habe ich schon in Erinnerung, dass die im Schlussbogen gar nicht so schlecht ging und dann irgendwie so rausgesegelt ist und da war das Rennen gelaufen. Warum nicht 3 Kilo weniger? Die wird da wahrscheinlich, ich habe zwar keine Sportwelt, aber die wird wahrscheinlich 70, 80 stehen auf der Bahn. Wir wollen ja Geld verdienen. Ja, Sportfeld sagt 70, 80. Wenn's Sportfeld 40 sagt 5. 45, wenn du 40 kriegst, kannst du zufrieden sein. Das Pferd ist ja in bester Lage gehend in Köln in dem Listenrennen nach außen gebrochen und war ja, beim Debüt keine 4 Längen hinter dem Winterfavoriten Seabay. Die Form wird hier stark gewertet sein. Also ich sehe hier 3 wirklich sehr ernstzunehmende Pferde. Scheikan, Becasio und Night Holly. Und wenn Niagara als 3., 4., 5. da einkommt, dann müssen wir als Liberty Racing zufrieden sein, weil das ist kein Pferd, was rauskommt und abschießt. Ich weiß nicht, wie Sarah die Lage einschätzt, aber dazu können wir noch was hören. Genau, heute Morgen war ich bei der Sarah und Florian Fickel, spielt doch mal bitte das Interview ein. Stellungnahme von Sarah Steinberg zum Lebensdebüt von Niagara. Schönen guten Morgen, liebe Sarah Steinberg. Guten Morgen, lieber Niagara. Wie geht's euch beiden? Uns beiden geht's gut. Einer von euch hat eine große Aufgabe vor sich, nämlich seine erste Lebensaufgabe am Sonntag in Hoppegarten. 12 Uhr geht's los. Niagara, genau. Wie ist er drauf? Also er macht zu Hause alles anständig. Er hat sich auch in der letzten Zeit wirklich gut entwickelt. Und er hat jetzt von Arbeit zu Arbeit einen Satz gemacht. Und jetzt ist einfach der Punkt gekommen, wo er einmal laufen muss. Damit wir einfach fürs nächste Jahr vorbereitet starten können. Wir haben ja große Ziele mit ihm. Und er soll einfach ein bisschen reifen über den Winter und deswegen ist der Start am Sonntag sehr wichtig für ihn. Also Schwerpunkt Dreijährigen-Kampagne, ganz klar. Und genau, deswegen ist auch der erste Start als Lernstart gedacht.
Natürlich soll er anständig laufen, aber er ist immer noch ein bisschen Baby und er wird den Start auf jeden Fall brauchen. Und positiv verarbeiten, toll, toll, toll. Das denke ich mal, weil er hat ein sehr gesundes Phlegma und ich glaube, dass er das gut wegstecken wird. Okay, die Sportwelt tippt ihn sogar als Favoriten. Das ist vielleicht dem Pedigree geschuldet und nicht den Absichten der Rennkarriereplanung. Ja, er ist natürlich zu November hat er natürlich ein großes Vorbild, aber er ist ein ganz anderes Pferd. Also er ist keiner, der jetzt über 1600 Meter laufen wird, sondern wir werden mit ihm wahrscheinlich nächstes Jahr über die Steherdistanzen angreifen. Und er ist ein gut gezogenes Pferd mit Adlerflug natürlich dieses Jahr im Fokus. Aber wie gesagt, er wird den Start brauchen. Hinweis haben wir verstanden. Dann möge er gesund zurückkommen. Genau. Leiter und Trainer ihn glücklich machen. Und die Anteilseigner von Liberty Racing 2020 sowieso. Aber die sind ja auch alle gepolt auf 2022. Nein, also das denke ich auch, dass nächstes Jahr unser großes Ziel ist. Und wenn er am Sonntag alles brav macht, dann sollten wir zufrieden sein. Und man sollte nicht enttäuscht sein, wenn er das Rennen nicht gewinnen kann. Ja, nee, das ist dann Bonus, oder? Genau. Und als Dreijähriger, dann geht es weiter in der Meidenklasse erstmal in München? Oder was ist so ein Plan, den du ja, man muss im weitesten Sinne hast? Man muss natürlich einen groben Plan fürs nächste Jahr dann ausarbeiten. Das muss man auch ein bisschen von dem Start jetzt abhängig machen, wie er danach reift. Man muss natürlich schnellstmöglich gucken, wenn man im Derby laufen will, dass man auch die Marke erhält. Und Stichwort man, Mendocino. Stichwort Mendocino, aber er ist ein ganz anderer Typ als Mendocino. Und ja, daher müssen wir einfach gucken, welchen Weg wir dann am besten für ihn gehen, um ihn am schonendsten mit der Marke zum Derby zu bringen. Okay. Dann auf die ersten Schritte am Sonntag in Hoppegarten. Michael Fröhlich ist ganz gespannt, Gerhard Schöning auch, sind ja beides Miteigentümer im Syndikat und ja, werden sicherlich vor Ort dann auch für Stimmung sorgen. Er wird sich Mühe geben. Das ist okay. Liebe Sarah, lieber Diagaro, viel Freude am Sonntag. Dankeschön. Gut. Also eins ist mir direkt aufgefallen, Lars, bei deinem Pferd. Das hat eine bessere Frisur als du. Ja, auf jeden Fall. Ja, locker haben wir vorher extra noch gelegt. Apropos Frisur, Guido, was war denn bei dir passiert? Wie läuft der Prozess gegen den... Ja, siehst du, es wächst langsam. Ja, man muss nur immer schön draußen an der frischen Luft sein, dann wachsen die jetzt wieder. Also der Engländer... Ich habe mir aber schon mal gedacht, also wirklich, das ist ja aus finanzieller Sicht, ist das echt nicht schlecht. Ja, du gehst einmal zum Friseur und hast irgendwie 3 Monate Ruhe, ja, und es wächst immerhin noch, ja. Also ich bin zufrieden, ja. Der Engländer hat das Leute, wir müssen Sieger das umgesetzt. Was interessiert ja? Die Frisur von Guido Schmidt? Nicht mal Frau Zilken interessiert die, also weiter geht's. Doch, die interessiert das. Thema Besitzergemeinschaft, bleiben wir da mal bei dem Thema noch kurz. Lars Wilhelm, das ist ja hier ein großer Sprung jetzt für deine Truppe, die du auf die Beine gestellt hast vor einem Jahr. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Und wie steht es generell? Du warst ja auch aktiv im Ausland, hast noch weitergekauft. Wir haben uns seitdem ja nicht gesehen. Ja, also Liberty Racing 2020 ist ja gepolt auf das nächste Jahr, nachdem Assistent zweijährig nicht die Kampagne fahren konnte, die wir hätten fahren wollen. Jetzt haben wir 2 Adlerflüge, die wir auf die Rennbahn bringen wollen. Das ist zum einen Niagara und zum anderen Mergott. Mergott hat am Dienstag auf Gras gearbeitet im Stall von Henk Grebe und soll auch noch rauskommen, auch einen Lernstart kriegen, damit die beiden Adlerflüge über Winter sich entwickeln können. Der Andreas Suberitsch trainiert ja den Westen, einen großen Soldier Hollow so mit großer Galoppade, aber eben nicht frühreif. Der wird dieses Jahr nicht laufen. Assistent befindet sich im Pre-Training nach seiner Verletzung in Ohlerweierhof. Und das Team der Besitzer ist motiviert, weiß aber, dass in diesem Jahr keine großen Träume wahr werden können. Alle träumen vom nächsten Jahr und in der nächsten Besitzergemeinschaft, wo wir 22 Anteile an sehr viele unterschiedliche Menschen verkauft haben, was mich sehr gefreut hat, sind jetzt alle 4 Pferde da. 2 sind ja schon da gewesen und 2 habe ich im Book 2 zusammen mit Wilhelm Feldmann, Henk Grewe und dem Tierarzt und Stefan Vogt gekauft. In einer großen Abstimmung, da waren 700 Pferde auf der Auktion, das war sehr spannend und wir haben uns dann für die beiden entschieden. Beide waren ja auch in Baden-Baden im Auktionsring, ein Ziesemun-Sohn und eine Australia-Stute. Wir haben zum ersten Mal auch eine Stute gekauft. Und in diesem Syndikat sind 22 verschiedene Leute, von denen 12 noch nie ein Rennpferd hatten. Das ist sehr positiv. Wir treffen uns alle am Montag in Ohlerweierhof. Dank der Familie Volz-Degel dürfen wir da zum Kaffee kommen, werden uns die Pferde präsentiert. Und jeder, der noch Lust hat, kann sich bei mir melden. Wer das hier sieht und möchte nach Ohlerweierhof kommen,
am Montag und Pferde sehen zum Kaffee, der kann sich bei mir noch anmelden, wer Interesse an Liberty Racing 2022 hat und sehen will, wie wir das so machen, der ist da herzlich eingeladen, kann sich gerne per Nachricht bei mir auf Facebook oder Instagram noch melden. Dann führen wir Ihnen auch die Pferde dort vor. Es geht um 14.30 Uhr los. Also wir haben einen spannenden Sonntag. Wir haben dann einen Montag zum Diskutieren. Und dann geht das mit mehr Gott hoffentlich in diesem Jahr noch weiter. Aber insgesamt sehr positiv. Besitzersyndikate, die junge Besitzervereinigung, tolle Platzierung in Hannover mit Goldana Black Type geholt. Dort sind sehr viele junge Besitzer dabei. Der Club Rosé sucht noch weiter Frauen. Also wenn hier Frauen sind, die Interesse haben, 13 sind es im Moment, die bei Club Rosé dabei sind. Die Morning Eagle wird dieses Jahr nicht mehr laufen, aber nächstes Jahr Spaß machen. Die wird geschont für nächstes Jahr, die Adlerflugtochter, die in Baden gewonnen hat. Also es gibt viele Möglichkeiten, es gibt die Galoppclubs. Macht euch, beteiligt euch an Galopprennpferden von 10 Euro im Monat bis 25.000 bei Liberty Racing. Gibt es alle Möglichkeiten, auch Helmut Kappes hat noch Anteile in den Mülheimer Syndikaten. Ich werbe dafür, macht mit eurem Geldbeutel, was ihr euch leisten könnt und genießt die Faszination Galopprennsport und träumt von Siegen auf der Rennbahn. Schönere Tage als Sieger auf der Rennbahn gibt es sogar für Guido Schmidt nicht. Lars, der Christian, ja, der wollte auch beim Club Rosé mitmachen, hat er mich gefragt, geht das eigentlich? Ja, wenn er die Operation von Flamingo Girl hinter sich hat. Aber die da vorsteht. Aber ich weiß nicht, ob er dazu bereit ist. Dort werden ja alle männlichen Geschlechtsmerkmale wegoperiert und das Testosteron, was zu hoch war, damit runterzubringen. Das könnten wir beim Christian auch versuchen. Ja, ich habe auch schon meinen rosa Schlüpper ausgelegt, aber hat nicht gewirkt. Thema Club Rosé, da sind nur Mädels drin, sagst du, ne? Nur Frauen. Wir suchen, also die Nadine macht das ja. Und es sind wirklich nur Frauen. Frauen im Rennsport war letzte Woche ein großes Thema beim Vollblut-Expertentag. Sehr gutes Podium mit Julia Baum, mit Andrea Höngesberg, mit Sibylle Vogt und mit Carmen Botschkei. Sehr, sehr gut. Und ich denke, dass dieser Sport, der Sport der weißen alten Männer aktuell ist, unbedingt sich aufmachen muss und Frauen dazu bringen muss. Wer also als Frau hier zuhört oder wer als Mann seine eigene Frau oder Freundin dazu bringen will, mitzumachen, herzlich willkommen, einfach melden, weil das ist toll, die sehen die Welt anders einfach, die erleben das Pferd auch anders als wir, Männer denken einfach auch anders, was den Galopprennsport angeht und ich glaube, dieser Sport braucht unbedingt mehr Diversifizierung und mehr weibliche Power, auch in der Führung, ein Vorstand mit 7 Männern, das ist heutzutage nicht angesagt, alle über 50 und alle irgendwie. Ja, also das ist nicht der Weg der Zukunft. Wir müssen uns aufmachen für Ideen. Wir müssen uns einfach modernisieren als Galopprennsport. Und dazu finde ich es toll, dass es dieses Frauensyndikat gibt. Und wer da mitmachen will, 150 Euro Monatsbeitrag. Dafür ist man dabei an diesem Pferd. Und es ist auch geplant, ein zweites Pferd dann, wenn es mehr werden, dazu zu nehmen. Und natürlich Spaß auf der Rennbahn zu haben. Aber Lars Wilhelm, das spricht nicht dagegen, dass auch Männer Besitzergemeinschaften gründen dürfen, oder? Absolut. Ich finde es toll. Die Galoppfreunde Baden haben jetzt auch ein Pferd gekauft. Die hatten immer welche gepachtet. Also ich finde es sehr gut und wir sollten da unbedingt weiter dran arbeiten. Dann, lieber Studiogast des Tages, Florian Figge, schalte dich doch mal zu, denn du kannst uns was erzählen zu einem neuen Männersyndikat. Man Only. Also quasi, das ist der Club, wie soll man den nennen? Club Dunkelblau? Club, ich fahre heute nicht mehr nach Hause mit dem Auto. Erzähl was zu deiner neuen Initiative. Es war tatsächlich nicht meine Initiative, sondern die Initiative von anfänglich zwei Besitzern von meinem Bruder. Für die lief es besonders gut in Baden-Baden. Die zweijährige Stute von Jochen Stager, die La Estrellita, war der wirklich super Zweite im Ferdinand Leisten Memorial und am gleichen Tag gab es noch einen Sieger für Zuber Racing, Christian Zuber, auch seit kurzem im Vorstand von der Bayerischen Besitzervereinigung. Und die haben gesagt, Mensch, das ist klasse, wir müssen jetzt mal gemeinsam was kaufen. Jochen Stager kauft nur Stuten, möchte ja auch später mal in die Zucht einsteigen und hat gesagt, komm, wenn ich mir mal einen Hengst kaufe, dann nur gemeinsam. Und die haben einen Hengst gekauft und waren, glaube ich, schon zu späterer Stunde auch an der Bar, ich sag mal, in guter Laune und haben gesagt, wenn wir jetzt dann noch ein paar Leute mit dazu nehmen aus München, dann brauchen wir auch einen passenden Stallnamen.
und haben gesagt, wir nennen uns Stall Ozapfkies. Wir sind ja jetzt leider, auch dieses Jahr ist die Wiesn ausgefallen, sind ein bisschen, wie soll ich sagen, trauern schon der Wiesn entgegen. Und so hat das Ganze begonnen. Das hat eine Frau irgendwie mitbekommen. Ich glaube, die stand da am Aktionsring mit dabei. So rein zufällig, und hat gesagt, ja Mensch, wenn ihr das macht mit Ozapfkies, dann muss das Pferd aber auch einen passenden Namen haben. Dann haben die reingeguckt in das Pedigree und haben ihr dann erklärt, dass das natürlich dann auch mit F ein Name sein muss, wegen der Abstammung. Und dann hat die gesagt, ja klar, Freibier müsst ihr den nennen. Also das ist jetzt das Pferd. Wir hoffen natürlich, dass Deutsche Galopp uns da keinen Strick durch die Rechnung macht. Macht sie nicht. Der Hengst aus der ganz guten Familie von Felician, ein Ito-Hengst. Und ja, das hat wirklich einen schönen Drive bekommen und sind dann weitere Besitzer mit eingestiegen. Jetzt sind wir, glaube ich, schon 10 Leute. Christian wurde dann auch noch verhaftet. Der war zufällig, glaube ich, auch beim Golfen. Hat uns dann als Antwort, dass er dabei ist, hier ein Foto geschickt. Und ja, die ganze Geschichte lässt sich, glaube ich, nachlesen. Am Sonntag ist es, oder? In der Sportwelt. In der Sonntagsausgabe. Sportwelt vom Sonntag, sehr schöner Artikel. Genau. Gab es da nicht schon Protest vom Stall Kampftrinker vielleicht? Ich glaube, die sind alt geworden, die Kampftrinker. Machen wir ein Match Race. Also wir müssen halt gucken, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Vollblut ist. Im Moment sieht der aus wie ein Brauereipferd. Ich zeige euch mal ein kurzes Video, was wir gemacht haben im Stall. Wie ein Teddybär. Ja. Ja, so nach durchzechter Nacht. Schau dir den Bauch an. Boah. Und hört das Stöhnen an. Und das Furzen. Ja, gut, den werden wir vierjährig sehen. Ist doch kein Problem, ihr habt ja Zeit. Der macht sich schon ganz gut. Nein, das war Spaß. Junge Pferde, die einen dicken Bauch haben und viel schlafen, sind meistens Rennpferde. So, das seid ihr schon mal gesagt, ja? Okay. Also, lieber Freibier. Auf geht's, deutscher Galopp. Dann, da geht er in Position 2. Das ist gut. Ist er schon dabei. Ja, der macht sich bestimmt. Alles klar. Dann drücken wir Freibier die Daumen, lieber Florian. Gruß an Micky, an die anderen Stallinhaber. Und wer noch mitmachen will, einen mittrinken will, darf sich melden. Da werden die Anteile einfach weiter gestückelt. Silbernes Pferd, meine Damen und Herren. Wer gewinnt da geht's das weiter. Pferd? Sechstes Rennen, Hoppegarten, Gruppe 3 Rennen, 3000 Meter, kleiner Pferdemarathon. Ja, higher law. 50.000. Und Lars Wilhelm hat schon einen Namen rausgepickt, den er jedes Mal bringt, wenn dieses Pferd startet. Liede 5, ja, Lars Wilhelm. Oh. Gewinnt das Pferd? Nein, aber Das ist egal, weil es das höhere Gesetz ist. Liebe ist das höhere Gesetz. Insofern haben wir hier gar keine Sorgen. Ein tolles Rennen. Ab und zu, der unumstrittene Ledger-Sieger trifft auf seinen Rivalen Loft. Drumherum meine Memphis, die schon so tolle Performances gemacht hat und uns die einzige Viererwette in 2 Jahren gebracht hat. Und ein Pferd aus Schweden, was bei 5 Starts 5 Siege hatte. Dazu mit Noah Lea und Samoa 2 spannende Stuten. Samoa, sehr, sehr spannend, nachgenannt von Peter Schürgen. Leichte Siegerin in Mühlheim mit niedrigem Gewicht, mit 5 Längen. Absolut spannendes Rennen. Mein Geld geht auf Loft. Ich mache 10 Sieg, 30 Platz. Aber nicht, weil ich unbedingt überzeugt bin, dass er gewinnt, sondern weil Adler einfach fliegen sollen. Sehr, sehr schön. Guido, wer steht für dich daraus, falls ein Pferd aufsteht? Ja, also ich weiß ja nicht, wie das Wetter ist in Berlin, habe ich jetzt nicht geguckt, was da angesagt ist. Und also wenn es da nass wird auf jeden Fall, dann finde ich die Samoa unten auch noch ganz interessant. Ja, gut. Natürlich Loft und ab und zu war meine Derby-Wette, also einer meiner Derby-Wetten, meistens wette ich so 3 Pferde, der kam auch angerauscht, viel zu spät. Dann habe ich natürlich im St. Ledger nachgespielt, da hat er auch gewonnen, da war der Loft ein bisschen früh vorne. Also zwischen Aff und Zu und Loft liegt nicht viel, aber vielleicht das Zünglein an der Waage, also die Art und Weise, wie Samoa gewonnen hat in Mühlheim, das sah sehr gut aus, ja, und vielleicht kann die sich
sogar noch nach vorne mit einmischen, auch wenn das GAG natürlich eine andere Sprache spricht. Aber wie gesagt, so, wenn der Boden weich bis tief werden sollte, dann ist das Pferd für mich auch interessant. Ja? Ansonsten wird es wahrscheinlich ein Zweikampf zwischen Loft und Af und Zu. Ja? Memphis ist für mich schon zu häufig gelaufen. Ja, die Form, Pferd, im Cadran war auch zu schlecht über 4000 Meter. Und Guido, der Cadran 4000 Meter Rennen Gruppe 1, das zieht natürlich den Pferden. Aber es ist eine tapfere Stute, Memphis. Ich finde die ja toll, das wisst ihr ja. Und die hat ja auch in Hoppegarten Loft besiegt. Das ist noch gar nicht so lange her, das war im Sommer. Also die darf man nicht unterschätzen, unsere Memphis. Nur, ich bin bei dir, der Cadran 4000 Meter in Longchamp, drei, vier Wochen her, schwierig. Aber du musst natürlich auch in den Personalausweis der Pferde mal gucken. Der Loft ist erst 3, ist gerade Wallach geworden, hat sich extremst verbessert. Das ist ein Pferd, was auf dem Weg nach oben ist. Und Memphis ist schon für eine Stute ist sie natürlich auch noch nicht uralt, aber 4 ist auch schon bei einer Stute häufig gelaufen. Da wird es bei Stuten auch schon ein bisschen eng. Also so Stuten, die 5- und 6-jährig noch gute Leistungen bringen, die gibt es auch nicht allzu häufig. Ja. Okay. California Queen, Gruppe 1 platziert in Amerika. Ja, dass du natürlich irgendeine Stute hast, die natürlich 12-jährig noch am anderen Ende der Welt gewinnt, das war mir schon klar. Mhm. So ist es. Warum hast du sie denn eigentlich verkauft? Frag mich das heute doch mal. Nochmal. Warum hast du sie eigentlich verkauft? Christian, frag mich doch nochmal, warum ich die verkauft habe. Ja, zum Beispiel. Das war aber ganz schön schlecht, die Entscheidung, würde ich sagen, wenn die jetzt so gut gelaufen ist. Ach, Guido, das ist im Leben so. Man ist Züchter und man möchte auch mal ein Pferd verkaufen, zumal wenn man die Mutter behalten hat. Leider ist die Mutter seit 4 Jahren nicht tragend. Und wenn wir gewusst hätten, dass das weiter so schwierig mit der Mutter ist, hätten wir eine andere Entscheidung getroffen. Aber man muss eben auch sagen, die Amerikaner haben es gut gemacht. Sie haben das Pferd auf kürzere Distanz zurückgeholt. Sie läuft mit Scheuklappen. Und wie wir alle wissen, gibt es auch einige medizinische Behandlungen, die in Deutschland nicht so leicht zu machen sind oder verboten sind. Und das zu Recht. Das heißt, man muss immer wissen, die Performance ist anders zu bewerten in Amerika, wenngleich alle dort die gleichen Voraussetzungen haben. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Performance hier selber hingekriegt hätten. Und dann hätten wir selber das Pferd in Amerika in Training geben müssen. Das haben wir auch überlegt, aber uns dann am Ende dagegen entschieden. Ich nehme an, dass ihr einen guten Preis bekommen habt beim Verkauf, sonst hättest du nicht verkauft. Also 260.000 hat sie gekostet auf der Ark Sale. Das jetzt auch nicht Pfennige. Ja. Natürlich, wenn man heute weiß, dass die Gruppe 1 platziert ist, dann war das ein guter Kauf für die Amerikaner. Aber man muss auch mal gute Pferde verkaufen, damit die Leute einem auch Pferde weiter abkaufen. Genau, das ist ja das. Du bist einfach zu gut zu den anderen. So sieht's aus. Jetzt wissen wir's. Nö, das ist doch faires Fazit von Lars Wilhelm. Finde ich sehr, sehr gut und statthaft. In diesem Rennen, für mich ist interessant, die Wiederholung zwischen Samoa und Noalea, die in Mülheim aufeinander getroffen sind vor 4 Wochen. Auch auf einer Steherdistanz von 4000 Metern. Damals waren 4 Kilo Unterschied zugunsten von Samoa. Diesmal kippen die Gewichte aber ein bisschen in die andere Richtung. Und somit bin ich gespannt, welches Rennen, das Silberne Band der Ruhr oder das St. Netscher, letztlich eins ist Listenrennen, eins ist Grupperennen, tatsächlich aber jetzt beim Clash, wenn die Pferde aufeinandertreffen, die beiden Erstplatzierten, auf der anderen Seite mit Loft und mit Af und Zu, welches Rennen dann am besten gewertet wird. Also ich bin mal gespannt und glaube, dass Noalea und Samoa hier vor Af und Zu und Loft sind. Das wäre für die Quoten interessant. Dann gehen wir in unser 7. Rennen, nicht in unser, sondern Hoppegarten 7. Rennen. Da lockt die Viererwette mit 17.777 Euro Garantieauszahlung. Bisschen geizig, der Gerhard, oder? Ich bin auch nicht so ganz begeistert, warum man das tut. Nur so relativ wenig. Dass auch mehr geht, werden wir am Ende der Sendung hören, mit einem kleinen Einspieler. Aber vielleicht, wenn wir die 17.000 gewinnen, alleine wäre das ja auch gut. Das ist schwierig, denn es sind nur, ich glaube, 11 Pferde am Start. Vielleicht kann der Florian das Startfeld im Rennen 7 nochmal einblenden. Und wir haben uns entschieden, hier anzugreifen. Diese Woche und nächste Woche werden Viererwetten gespielt, vor allem Viererwetten gespielt. Und da haben wir die 11 Pferde, die um 14.40 Uhr in Hoppegarten an den Start gehen. Und wir haben uns entschieden, wir machen eine 6er-Vollkombination zu 50 Cent Grundeinsatz, macht 180 Euro. Und der Guido, weil er die geilste Frisur hat, darf anfangen, seine ersten beiden Pferde zu nennen. Wie schön du das immer sagst. Ja, und das kommt aus dem Herzen. Bei dir kommt immer alles aus dem Herzen. Es wird Zeit für ein zweites Matchrace, würde ich sagen. Oh ja, bitte. Ja, aber du hast kein schnelles Pferd. Das ist dein Problem, Christian.
Ja. Wir das nehmen, weiß man noch nicht. Der Christian gewinnt vielleicht nächstes Jahr das deutsche Derby, Guido. Dann siehst du die Lage anders. Dann lasse ich mich gerne einladen von ihm bei der Feier. Gut. Also ich nehme auf jeden Fall die Nummer 7, You Don't Own Me, ja? Das ja, ist erstmal aus einer extrem rennsportaffinen Familie, wenn das ist noch untertrieben, weil der Rolf Ostmann ist nichts Geringeres als der Sohn vom Altmeister, dem Trainer Ostmann, der natürlich für sein gutes Auge und für seine guten Pferde bis weit über Mülheim hinaus bekannt war. Und ich denke mal, der hatte auch mit ein bisschen ein Auge drauf. Und das Pferd, oder die haben mehrere Pferde in England gekauft, glaube ich, und die waren alle nicht teuer, aber die sind alle ganz gut. Und dieses Pferd ist für mich auch nochmal fällig, dass es ein Rennen gewinnt. Und ich habe natürlich gar keine Sportwelt, weiß jetzt die aktuelle Form auch nicht 100%, aber der ist mir mal aufgefallen auf der Rennbahn, der sah gut aus. Und ich sage, der gewinnt ein, zwei Rennen noch. Und deswegen nehme ich dieses Pferd als erstes. Und als zweites nehme ich Sovereign State, Stall Mandarin, immer gefährlich. Jasmin Albenräder hat Form, kann man nicht anders sagen, ja, die gewinnt halt regelmäßig ihre Rennen, ja, und der Sean Byrne nimmt 4 Kilo runter, das ist immer ein Argument, der hat viel dazugelernt in diesem Jahr gerade, deswegen hat er nur noch 4 Kilo, bald werden es wahrscheinlich 3 sein und das muss man ausnutzen und auch die Pferde dann wetten, solange er noch 4 Kilo hat, weil die haben immer natürlich, man sagt, 1 Kilo ist eine Länge. Leon hat nur noch 2 Kilo. Ja, man sagt ja generell immer, 1 Kilo ist eine Länge. Also so ein Pferd vom Sean Byrne hat dann, ich sag mal schon mal, 4 Längen in der Hand, bevor es losgeht. Und die Dinger hat er ja regelmäßig auch verwandelt in jüngster Vergangenheit. Ja. Okay, also wir haben für dich notiert die 7 und die 4. Die 4 hat Lars Wilhelm auch in der Sportwelt genannt, in der Sonderausgabe, die gleich versendet wird. Lars Wilhelm, nenn mir 2 weitere Pferde, die wir reinnehmen. Ja, ich denke, das ist ohne Moonpower in diesem Rennen kein Geld gibt. Das Pferd hat sehr anständige Formen und muss hier auf jeden Fall auf den Wettschein. Und ich würde es einmal mit Free Lips probieren, der Nummer 5. Das Pferd mit dem englischen Erlaubnisreiter Gary Ashton. Ich denke, die Form ist auch gut und das Pferd könnte hier für ordentliche Quote, nicht zu lang, aber so mit mittlerer Quote zwischen 60 und 80 in die Wette laufen. Wir müssen das Pferd auf jeden Fall mitnehmen. Auch wenn die Distanz ein Tuck weiter ist als beim letzten Mal. Ich will das noch einmal schauen. Ja, es ist doch ein bisschen weiter, aber ich denke, das ist kein Problem. Das ist aber auf jeden Fall ein Sprung und ein kleines Fragezeichen. Okay, gut, dann haben wir 4 Pferde. Ich habe in der Sportwelt die 8, Sea of Joy, angesagt. An diesem Rennen sind der 2., 3., 4., 5. und vielleicht auch sogar der 6. alles Pferde, die in Baden-Baden vor 2 Wochen gegeneinander in einem Ausgleich 2 gelaufen sind. Rennen ist damals von Romy von der Meulen, von Amaretto gewonnen worden. Und Sea of Joy kam da an der Außenseite noch angeflogen und auch mit Josef Boyko. Da ist also was machbar, dass dieses Pferd diesmal auch vorne landet. Und jetzt habe ich ein Pferd noch übrig, das wir vorher abgesprochen haben. Das war zwar gar nicht meins, sondern ein Tipp von Lars Wilhelm. Nenne ich deshalb aber trotzdem. Wir müssen ja uns auf die 6 Pferde reduzieren, die wir eben besprochen haben. Lars Wilhelm hatte eben noch die 11 Zampano im Rennen. Mit mehr Gewicht für Miki Kadidou. Hier ist interessant, finde ich, vor allen Dingen der Trainer, denn dieses Rennen fließt ja auch ein in die Trainer- und Jockey-Wertung, die Deutscher Galopp ausgelobt hat. Und da ist aktuell an der Spitze Roland Dschubac punktgleich mit Janina Rehse. Janina hatte keinen Starter, also sollte Dschubac hier ein paar Punkte holen, ist das vielleicht die Vorentscheidung für einen fetten 4-stelligen Eurobetrag, den Deutscher Galopp ausgelobt hat und der in München am Sonntag in einer Woche dann entsprechend auch als Preis vergeben wird. Wir landen also somit bei den Pferden 4, 5, 6, 7, 8 und 11. Kombinieren die voll durch. 180 Euro und haben noch 120 Euro übrig. Davon hat der Lars Wilhelm bereits 40 Euro auf Loft eben genannt. Der Guido darf, nachdem er schon 10 Euro Siegplatz im zweiten Rennen, im Niagara-Rennen, nicht auf Niagara gesetzt hat, nochmal 20 Euro ausgeben. Und da hattest du, glaube ich, das 5. Rennen genannt, Guido, wo du die Nummer 3 im Auge hattest. Ja. Das ist eigentlich das ideale Rennen für den Lars, weil das der Preis der Mineralquellen Bad Liebenwerda ist. Ja, da bestellt er, glaube ich, immer sein Wasser, der Lars. Und ich nehme aber die Nummer 3 da, 10 Sieg, 10 Platz, ist Invincible Warrior. Der hat schon ein Rennen gewonnen. Daniel Paulik ist ein kleiner Trainer, der aber immer sehr gefährlich ist, besonders wenn er in Hoppegarten läuft.
Und das Pferd ist mir aufgefallen, hat überlegen gewonnen. Hatte ich auch ein paar Taler auf Sieg drauf, ja. Und ich glaube, das kann durchaus sogar nochmal gehen, obwohl man normal frische Sieger eigentlich ja, eher so nicht unbedingt wetten sollte, weil die meistens dann ein bisschen brauchen, bis sie dann ankommen in der neuen Klasse. Aber ich glaube, das kann nochmal gehen mit dem Pferd direkt. Das ist ein Ausgleich 4, das ist ein Plus 9er. Der hat nur ein sehr geringes GAG und da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Ja? Also 10 Sieg, 10 Platz. Ist notiert, Guido, danke dir. Ich bleibe im 7. Rennen, im Rennen mit der Viererwette und bleibe bei meinem Sportfeld-Tipp, nämlich der 8, Sea of Joy. Da gehen 10 Euro Sieg von mir drauf und 30 Euro Platz. Somit sind auch da die 40 Euro investiert. In Summe liegen wir bei 300 Euro und machen daraus hoffentlich wieder einen Gewinn wie letzte Woche, damit wir weiter nach vorne kommen. Wir stehen, glaube ich, auf Platz 34 inzwischen. Da geht noch mehr Männer und gemeinsam sind wir nicht unschlagbar, aber zumindest unausstehlich. Wir werden in der nächsten Woche, also in der Woche nach dem letzten Spieltag übrigens, kleiner Hinweis schon mal vorab, keine Punkte bekannt geben. Das heißt, die letzte Punktbekanntgabe erfolgt nach diesem Spieltag, dem 31., damit die Spannung erhalten bleibt und wir dann in einer Sondersendung im Nachgang des letzten Spieltags das Siegerteam oder die Siegerperson, was auch immer, bekannt geben werden und die ersten Platzierten einladen. Deutscher Galopp hat 5 Siegpreise ausgelobt in Geld. Die werden wir auf jeden Fall alle dann dazu holen und dann mal schauen, wer gewonnen hat. Das geben wir denen natürlich vorher auch nicht bekannt. Hoffentlich sind wir auch im Bild und zwar nicht nur als Gastgeber, sondern als Scheckempfänger. So wie der Guido, der schon mal letztes Jahr bei Wetten, dass 2.0 einen Monsterpokal aus den Händen von Jan Pommer erhalten hat. Einen Raumteiler. So, wir haben noch Christian, halt. Kleine Hinweis. Hast du überhaupt schon ausgerechnet, ob bei deiner Familienform, ja, ob ja. ihr, wenn ihr die Viererwette alleine trefft, ob das für ganz nach vorne noch reicht? Jetzt am Wochenende, ja. Wenn wir die 17 alleine kriegen, sind wir natürlich vorne. Klar, der Abstand ist nicht so groß. Aber wir haben ja auch noch München vor der Tür. Und da gibt es einen kleinen, ja, fangen wir mit dem Hinweis an. Lieber Sascha, vielleicht kannst du deinen Namenspatron Sascha Multra einblenden, denn wir haben einen kleinen Vorblick bereits auf das kommende Wochenende. Das überkommende Wochenende. Sascha Multra, schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Wetten, dass 2021. Hallo lieber Christian. Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Wir haben gesehen, bestes Rennen 2016, 2017, 2020 war es ebenfalls das beste Rennen Deutschlands. Der große Preis von Bayern steht an, am nächsten Sonntag. Am nächsten Sonntag heißt am 7. November. Genau. Und es ist nicht nur rennsportlich natürlich der Raussteher jetzt gegen Jahresende, sondern auch wettechnisch. Wir sind bei Wetten, dass es geht bei uns um Pferde, ja, aber vor allem geht es ums Wetten. Und hat der Münchner Rennverein noch irgendwas im Petto für den letzten Renntag, den letzten Spieltag unserer großen Challenge? Naja, sagen wir es so, wir hatten ein bisschen Glück in den, im September mit unseren 2 Renntagen, weil tatsächlich das Pech unserer Mitspieler am Toto unser Glück war. So können wir anbieten am großen Preis von Bayern-Tag einen Dreierwett-Jackpot von rund 8.000 Euro und wir haben einen Viererwetten-Jackpot mit rund 23.000 Euro. Das heißt, damit kann man noch was machen, oder? In beiden Wettarten sind wir momentan gerade am Arbeiten und am Überlegen, was wir als besonderen Pfeil sozusagen am Ende der Wetten, dass Aktion noch rausschießen können. Und ich glaube, es wird sehr interessant. Ja, bekanntlicherweise haben wir ja über 130 Teilnehmende. Teams und Einzelpersonen mit jeweils 300 Euro macht mathematisch 40.000 Euro, die hier nach Anlage suchen. Und na gut, das ist natürlich ein Magnet. Also wir haben natürlich mal drüber nachgedacht. Die Abstände bei Wetten, dass dieses Jahr waren ja relativ früh schon ziemlich groß. Aber ich glaube, wenn es ganz gut läuft, dann könnten wir vielleicht doch noch einen Gamechanger anbieten. Ja, bei den Zahlen und dann entsprechenden Garantieauszahlungen, wenn dann ein oder zwei Leute nur die Viererwette treffen. So ist es. Und es nicht Hubertus Diaz ist oder die Sportwelt oder das Minigolf-Team, sondern vielleicht Multi und die Multiplen oder andere, die hier das Mikro gerade halten. Stall, wo laufen Sie denn? Zum Beispiel, um aktuelle Formstelle zu nennen. Da kann auch was passieren. Okay, das ist klasse. Tickets gibt's auch? Selbstverständlich. Es sind 200.000 Tickets in den Vorverkauf gegangen. Vorverkaufsstart war am Dienstag. Die kann man erwerben über die Webseite des Münchner Rennvereins galoppmünchen.de oder aber bei unserem Partner Reservix. Wenn man auf Galopp München nicht gleich fündig wird, einfach den zweiten Artikel von oben anklicken oder tatsächlich in den Renntermin reinklicken. Da ist entsprechende Bannerverlinkung
Und dann findet man auf unserer Ticketplattform. Und wir haben natürlich Siegerehrungen dann vor der Brust, nämlich die Trainer- und Jockeywertung wird entschieden mit dem letzten Viererwettrennen der Wetten, dass 2021 Aktion. Und ich habe gesehen, die Checks, die Gewinnchecks sind schon in Mache. Wir hoffen natürlich auch, dass wir dann die Trainer und Trainerinnen oder auch Reiter und Reiterinnen, Sibylle ist noch ganz gut unterwegs, nach dem Sieg jetzt mit Igneo vorgetragen, vielleicht holst du noch einen am Wochenende und dann noch einen in München, mal schauen. Vielleicht ist da auch noch was machbar, dass wir dann auch viel Präsenz haben auf dem der Sieger-Podeste-Bühne. Das werden wir auf alle Fälle haben. Bei den Reitern sieht es ganz gut aus. Bei den Trainern bin ich noch ein bisschen skeptisch. Da sind ja Roland Schubasch und Janina Riese vorne. Und, dann müssen die nennen, oder? Ob die tatsächlich nach München kommen, weiß ich nicht genau. Aber vielleicht hat, hat Janina Riese und Roland Schubasch noch die ein oder andere Nachnennung im Petto. Nein. Und sie entschließen sich doch noch nach München zu kommen. Wäre natürlich toll. Wir werden die anrufen, aber nur, wenn wir die dann auch Janina nennen. Sonst gibt es Ärger. Oh je, habe ich schon Fehler gemacht. Aber den können wir ausbügeln mit einem dicken Fan-Check. Okay, lieber Sascha. Vielen, vielen herzlichen Dank. Können wir dich nächste Woche live noch dazu schalten? Auf jeden Fall, ich komme dazu. Damit bist du hiermit herzlich eingeladen. Herzlichen Dank. Und wir sehen uns. Danke. Super, dir. Bis dann. Also, es sind noch nicht alle Kanonen verballert hier, alle Kugeln weg, sondern da ist in München sicherlich noch, Sascha hat das schöne Wort des Game Changers benutzt, einiges machbar. Dazu mehr dann nächste Woche, wenn es wirklich zum großen Finale ansteht und zum Finale geht, da sind wir dann alle miteinander gefordert. Fürs Wochenende. Da wollen wir aber sechsstellig sehen, da wollen wir aber 100.000 sehen, ne? Das weiß ja schon. Ja, gucken wir mal, das wird vielleicht ein bisschen knapp, aber sicherlich die Garantien in Summe für die Dreier- und Viererwette werden auf jeden Fall sechsstellig sein. Also das ist schon ein klares Signal aus München, dass da über 100.000 Garantiesummen ausgeschüttet werden. Wir haben noch einen Hinweis in eigener Sache, in der Sache Deutscher Galopp. Denn der Deutsche Galopp wird nächstes Jahr 200 Jahre alt. Erste Rennen, nachgewiesene Rennen, offizielle Rennen in Bad Doberan damals im Sommer. Und anlässlich dessen wird der Deutsche Galopp eine Sonderaktion fahren. Und wir haben hier die Ehre und das Vergnügen, an euch alle einen Aufruf weiterzugeben. Nämlich schaut mal nach, ob ihr was im Archiv habt, historische Bildaufnahmen, idealerweise Bewegtbild, vielleicht irgendwelche Preise, die ihr nicht zur Verfügung stellen wollt, sondern immateriell zur Verfügung stellen wollt, dass es ausgestrahlt werden kann. Es wird ein Film wohl produziert werden von Deutscher Galopp, wo dann vielleicht auch alte Bewegtbilder mit reinkommen können. Vielleicht Guido und Christian im Matchrace damals, Mann gegen Mann, 2015 in Hoppegarten. Nein, geht ruhig noch 100 Jahre weiter zurück. Wenn ihr da was habt oder jemand kennt, der was hat, bitte ansprechen und an Daniel Krüger bei Deutschen Galopp weiterleiten. Könnt ihr euch auch an uns melden. Wir geben das entsprechend dann weiter. Also mitmachen hier. Und? Lohnt sich für alle. Guido. Als Belohnung werdet ihr im Abspann erwähnt, da bin ich ganz sicher. Eindeutig. Powered by was auch immer. Nee, das ist also ein Aufruf, den wir offiziell weitergeben dürfen. Die Info kam gerade rein. Macht mit und umso schöner ist das, was uns alle hier begeistert, nämlich der deutsche Rennsport dann in der 200-jährigen Zusammenfassung. Wir haben dann zuletzt noch einen Hinweis aus dem Trabrennlager vom Josef Schachtner, Präsident des Trabrennvereins in Straubing. Und Straubing hat die Wettchance des Jahres. Der Josef rief an, grüßt alle Galopper ganz, ganz, ganz herzlich und ist ja selbst nicht nur Trab interessiert, sondern auch Mitglied bei Wetten, dass 2.0 und bei Wetten, dass 2021, also ein treuer Galopper-Wetter. Und den Hinweis geben wir natürlich gerne weiter. 25.000 Euro in einer V7-Wette wird ausgelobt. Da ist 9.000 Euro Jackpot mit drin. In Straubing am Montagmittag ist Feiertag. Also gibt Gelder ab, gibt Wetten ab und versucht euch mal in der V7. Das wäre im V7 auch ein Thema für den deutschen Galopp? Auf jeden Fall. Ich denke, der deutsche Galopp muss sich mit einer V-Wette beschäftigen. Und die Wettenkommission tut das auch schon. Es gibt da jetzt Auswertungen zu. Und ich denke, dass wir im nächsten Jahr vielleicht uns mit dem Thema V-Wetten schon beschäftigen. Oder warten noch. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall richtig, ist neben der Viererwette eine andere Großwette ins Angebot zu bringen. Und wenn man die Entwicklung der ATG in Schweden sieht, aber auch sieht, wie diese Jackpot-Wetten angenommen werden, selbst bei den Trabern, die ja sonst Mini-Umsätze fahren. Ich denke, wir müssen uns damit beschäftigen. Vielleicht einmal für unsere Novizen im Studio, nein, außerhalb des Studios, V-Wette, was heißt das? Ja, da trippt man immer die Sieger von verschiedenen Rennen. Also wenn das eine V6 ist, muss man 6 Sieger treffen. Wenn es eine V7 ist, 7. Wenn es eine V86, das ist die populäre Wette in Schweden, dann muss man 8 Sieger treffen, gibt aber einen zweiten Rang. Wenn man beispielsweise in Schweden dann 6 oder 7 Sieger getroffen hat,
Jedenfalls ist diese Wettart interessant. Sie hat einen kleinen Grundeinsatz. Man kann sehr viel kombinieren in sehr viel Rennen. Und trotzdem... Eine Art Schiebewette quasi. Ja, es ist eine Schiebewette, aber es ist keine richtige Schiebewette, weil man ja im ersten Rennen 5 Sieger nimmt und im zweiten 3. Und kannst du bei einer Schiebewette auch nehmen. Ja, aber das ist natürlich wesentlich teurer dann. Hier ist es eben so, dass du über den geringen Grundeinsatz eben sehr viele Pferde kombinieren kannst und es bleibt eben sehr lange spannend. Wir haben das ja mit der Top 6 mal ausprobiert, mit hohen Garantien. Das lief so mittelmäßig. Die Umsätze waren natürlich viel besser als heute, Umsätze auf Galopprennen, aber das lief so mittelmäßig. Sie war vielleicht ein Tuck zu klein, die Jackpots waren zu selten. Und weil wir auch immer die Grupperennen hinzugenommen haben, wo dann Pferde rausstanden. Wenn, dann muss man eben auch komplizierte Rennen nehmen, sodass es schwierig ist und richtige Jackpots entstehen. Aber das Team um Daniel Krüger bei Deutscher Galopp und der Wettkommission mit den Wettanbietern arbeitet das gerade aus. Und wir werden sehen, ob wir damit im nächsten Jahr starten oder nicht. Aber jedenfalls ist das eine Option, eine neue große Wette in den deutschen Galopprennsport zu bringen, um nachhaltig Umsätze zur Erhaltung des Galopprennsports zu tätigen. Denn wir alle wissen, Sponsoring ist in dieser Zeit, wo die Unternehmen nach Covid kämpfen, keine einfache Akquiseaufgabe. Und hoffentlich haben wir nächstes Jahr wieder richtig Zuschauer auf den Bahnen. Aber wir brauchen die Pferdewette. Ohne die Pferdewette wird es in Deutschland nicht einfacher werden, den Galopprennsport zu erhalten. Und deshalb ist es ja auch hier bei Wetten, dass Pflicht mitzumachen und am Wochenende die Kassen und Konten aufzufüllen und den deutschen Galopprennsport zu unterstützen. Es gibt ja, Lars, es gibt ja in Schweden, wenn die da mehrere Millionen ausschütten, da gibt es ja ähnlich sogar wie in Frankreich, da bilden sich Tippgemeinschaften, ähnlich wie auch bei Lotto-Jackpots, wo dann nicht selten mal 10.000 bis 50.000 Euro eingesetzt werden. An einem Renntag von Tippgemeinschaften, die nicht selten auch mehr als 100 Leute ausmachen, weil das natürlich sehr viel sinnvoller ist, als Lotto zu spielen, ja, weil die Ausschüttung wesentlich höher ist. Und da habe ich mal einen Bericht drüber gesehen, über diese Wettart. Also da gibt es regelrechte, wenn die diese riesen Jackpots haben, da fiebert halt dieses auf diesen Renntag mit, was natürlich auch wieder die Zuschauerbeteiligung extremst nach oben bringt, weil natürlich jeder dann, der in so einer fetten V7 oder 6 oder 8, wie auch immer, Wette dabei ist, dann natürlich auch zur Rennbahn rast und da sehen will und da mitfiebert. Wenn man im ersten Rennen 4 Pferde getippt hat, im zweiten Rennen 3, da hat man natürlich immer 3, 4 Eisen im Feuer. Und ich glaube, dass das auch ja emotional eine ziemlich heiße Angelegenheit ist. Und da sollte sich Deutschland auf jeden Fall mal abgucken, weil man muss das Rad nicht neu erfinden, wenn es woanders ziemlich gut klappt. Ja? Und ich sage nur Lotto, 8 Milliarden Umsatz. Ja? Das ist eine Zielgröße, wo man im Auge haben sollte. Und da sind wir so ungefähr ein Sandkorn im Sandkasten. Und da muss man natürlich dran arbeiten, dass man da von dem Kuchen auch ein bisschen was abkriegt zukünftig. Weil die kommende Generation, das steht auch fest, ja, die kaufen aktuell irgendwelche Bitcoins an den Börsen oder so. Die sind sehr viel wettaffiner als ältere Generation und wird nicht mehr Lotto spielen. Ja? Also Lotto wird eher ein sinkendes Produkt sein und da werden Gelder frei bei der jungen Generation. Und da muss man versuchen, diese für den deutschen Galopprennsport zu gewinnen. Ja? Das auf geht's, deutscher Galopp. Mit Herzblut für Vollblut, meine Damen und Herren. So ist es. Und Leon, Jungs, denkt dran, wir haben noch was in die Schweinchen zu füttern. Das waren meine Griechenland verlorenen Wetten. Der Lars Wille füttert auch fleißig weiter. Und der Guido darf, glaube ich, auch noch was reintun. Wenn auch immer. Nee, Moment mal, der Guido. Wenn er in Deutschland ist. Du hast alles gewonnen. Alles gewonnen. So, der Guido, unser Mann. Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche. Viel Erfolg. Ciao, ciao. Also. Auf geht's, deutscher Galopp mit Herzblut für Vollblut. Und ihr dürft nicht vergessen, Adler können fliegen. Der Sundermann, der will mal meinen.